Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Wir sind mitten in der Ernte, aber sowas von mitten in der Ernte. Wir sind hier auf Feld 6. Wir hätten hier Diesel. So. Du brauchst jetzt aber eigentlich noch nicht abfahren. Genau. So, wo ist denn eigentlich mein anderer Abfahrer? Ja, der war bei der... Der hat schon Sachen weggebracht. Wunderbar. Ganz toll. Und er hier will jetzt abtanken fahren wahrscheinlich. Tja. Puh. So, machen. Solange er mir hier kein Quatsch baut. Ist denn hier auch Fruchtumfahrung aktiv bei dem? Ja, das scheint ja hier jetzt mal zu klappen mit der Fruchtumfahrung. So. Naja. Das wird's vielleicht nicht. Kaum sagt man, dass es klappt. Nein. Klappt's nicht mehr. Aber. Ich will mich nicht beschweren. Ja, komm, erstmal einmal eben abtanken. Das machen wir eben. So, fahren wir weiter. Warte ein bisschen. Ja, das ist super. Das ist doch perfekt. Wunderbärchen. So, unsere Diesel... Ach, Dieselproduktion, sag ich gerade. Ich weiß nicht, was du da willst. Ich habe auf jeden Fall mal Fruchtumfahrung ausgemacht. Das ist zwar eigentlich ganz schön, wenn er Fruchtumfahrung anhat, aber... Bringt uns, glaube ich, im Moment mehr Probleme als alles andere. Ich muss mal nach einer aktuellen Version gucken vom Cosplay. Ja, der andere steht hier auch und wartet. Jetzt habe ich hier zwei Abfahrer, weil die Strecke doch ein bisschen weiter ist. Dann kann nämlich der Drescher in der Zwischenzeit weiterarbeiten. So, Milch. Mal hier ein bisschen Milch wieder aufladen. Das schadet ja nicht. Was machen unsere Tiere denn? Die müssen alle müssen Wasser haben. Und die Kühe müssen auch noch ein bisschen mehr haben. Speichern könnte man zwischendurch mal. Ja, das ist übrigens hier Folge 199. Morgen ist Folge 200 dran. Unglaublich, oder? Also ich persönlich finde es unglaublich. Das ist so geil, der Trecker. So, das Starten hat jetzt vom Geräusch her nicht so viel mit dem zu tun, wie er während der Fahrt klingt. Aber... Was soll's. Wir müssen hier ja eben uns auch mal um die Tiere kümmern. Ist so. Das gehört dazu.
voll. Oh, die Wolleproduktion, die ist voll. Schön. Das läuft, das läuft. Oh, ist ja hier gleich fertig. Dann können wir ja den hier nochmal eben... Wobei, der ist leer, ne? Der hat jetzt hier einfach nur eine leere... Ja, der ist leer. So. Und da Bärchen. So, warum steckt jetzt hier irgendein Lexion im Verkehr fest? Das ist der Raps-Lexion. Auf Feld 6. Ja, muss ich mir gleich angucken. Los, weg da! Feld 2. Natürlich Quatsch, ne? Das ist natürlich Feld 20, nicht Feld 2. Ja, das ist natürlich klar, dass der dann da feststeht. Das ist logisch. Klar, das war auch doof von mir. Natürlich war es doof von mir, von wem sonst? Alles gut, das funktioniert. So, wie war das jetzt? Die Schafe, die haben jetzt wieder alles. Naja, bis auf Heu und Gras. Oh, wir haben auch gar kein Heu und Gras mehr hier. Gar nichts mehr. Und die können noch nicht produzieren. Wenn die Wolle voll ist. Muss man zumindest mal eben hier ein bisschen... So. Ist das hier alles Dreck? Echt? So.
Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Hier die ganzen Tiere versorgen. Erstmal die Schweine. Oh, ich muss den Abfahrer hier gleich noch in Gang bringen. Ist hier nicht der Wasserabladetrigger irgendwo? Hier war das denn hier? Doch, hier. Ah, okay. Abfahrer entlassen. Irgendwie 10,5 Meter oder so, ne? Muss das sein. Was macht mein Drescher da? Wieso macht der hier Kornkreise? So. Das läuft aber ja. Das ist schön. Fahrer entlassen. Feld 20. Silo. Laden. Und Drescher suchen auf Feld 20. Wir ihn gleich abtanken. Ja, das Feld hier ist ja eh recht zügig dicht, sag ich jetzt mal, abgearbeitet. So. Ja, dann mache ich da erst leer und fertig. Alles gut. Okay, wo ist hier der Abfahrer? Kommt. Irgendwo. Ah. Der Abfahrer wird nichts mehr los. Oder wie? Silo ist voll.
Oh oh, wo bringe ich dann bloß die anderen Sachen hin? Wo will er jetzt hin? Ja. Ja gut, wenn es euch gefallen hat bis hierher, dann hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Und ja, besucht mich auf friesenjungen13.de, kommt zu Facebook, guckt euch meine morgen. Morgen um 10.30 Uhr vorerst die letzte Ausgabe Let's Play Pure Farming. Jedenfalls die letzte Ausgabe vor Ostern. Nach Ostern geht es dann vielleicht irgendwie weiter. Da schaue ich dann nochmal, wie es da weitergeht und so, je nachdem, was da für Patches bis dahin rausgekommen sind. Tja, ich bin also nicht wirklich begeistert, aber das Spiel ist nun mal eben ganz neu. Und, da muss man auch Abstriche machen. In diesem Sinne sage ich erstmal ciao für heute.